Ja, und zunächst eine kurze Runde zu dem Thema, das uns heute Morgen oder heute Nacht alle eiskalt erwischt. Ja, oder überrascht hat. Ich weiß nicht, ob Sie in der Tat alle überrascht sind oder ob Sie damit sogar gerechnet haben. Ich weiß nicht, Herr Herrmann, wie war das bei Ihnen? Haben Sie das befürchtet, geahnt? Das Mikro liegt in der Mitte. Naja, die Vorstellung, mit vier unterschiedlichen Parteien eine Koalition zu bilden, hat sicherlich die eine oder andere Herausforderung oder beinhaltet die eine oder andere Herausforderung. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich zwingend damit gerechnet habe, aber es überrascht mich jetzt auch nicht unbedingt. Und ich denke, der interessante Teil kommt jetzt wirklich in der zweiten Runde, weil ich glaube, das, was man so in der Presse momentan aufschnappt, ist für mich eher so das althergebrachte Denken. Und ähnlich wie in der Autoindustrie oder das Thema, was wir hier diskutieren, glaube ich ganz einfach, dass man das vielleicht auch mit neuen Köpfen, neuen Gedanken angehen muss. Althergebrachtes Denken wollen wir überwinden. Herr Hatterker, wie ging es Ihnen? Ist Jamaika einfach zu heiß für Deutschland? Ja, gute Frage. Natürlich, ich hatte Hoffnung, dass es klappen würde mit diesen Koalitionsverhandlungen. Hoffnung stirbt als Letzte, aber ist dann leider gestorben. Und jetzt verlangt das dann tatsächlich Führungsstärke von der Politik. Wir haben dicke Themen in der Energiewirtschaft, aber auch darüber hinaus. Und also das wird spannend, die kommenden Tage und Wochen und hoffentlich nicht Monate, aber vielleicht sogar Monate. Ich habe in Interviews gelesen, Sie waren eigentlich schon auf Jamaika und grüne Handschrift vorbereitet, Herr Hatterker. Ja, eine Energiewende ist unsere Realität, das haben wir auch kapiert, und Energiewende wird realisiert. So in dieser Hinsicht sind wir, glaube ich, richtig, mental richtig eingestellt. Und ich glaube, unabhängig davon, welche Koalition wir haben werden, wird Energiewende weiter umgesetzt, und natürlich, ich habe volle Hoffnung, dass das vernünftig umgesetzt wird, sodass also, man Klimaziele, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit dann balanciert, vernünftig balanciert. Also wir hissen nicht die Jamaika-Fahne, sondern die Fahne der Energiepolitik. Herr Buch, Sie schmunzeln so ein bisschen süffisant gerade. Dieses Abbrechen der Jamaika-Gespräche, aus Ihrer Sicht, ist das verantwortungslos oder ist es konsequent? Ich schmunzel deswegen, weil ich letzte Woche auf Roadshow war und meine Investoren besucht habe. Und die haben natürlich alle gefragt, was passiert denn jetzt da? Und ich habe ihnen sicher gesagt, die Jamaika-Koalition wird kommen. Und ich bin jetzt froh, ich bin heute froh, dass ich Unternehmer bin und nicht Politikberater. Da wäre ich, glaube ich, nicht so gut geeignet. Sie haben hoffentlich nicht gewettet. Ich habe nicht gewettet, aber ich habe gesagt, es wird alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Herr Lowak, dieses Aus der Sondierungen und jetzt viel Trubel in Berlin. Herr Kuhlmann hat gesagt, wenn es irgendwelche Push-Meldungen gibt, werden wir die mit Ihnen teilen. Ist das schlimm oder ist es vielleicht sogar eine Chance, wie Herr Herrmann hat anklingen lassen? Also die Frage wird sein, wie man jetzt am Ende damit umgeht. Also ich persönlich hätte auch darauf gewettet, dass Jamaika kommt, weil wir sind mittlerweile, ich glaube, gefühlte 3 Monate Sondierungsgespräche. Für uns im Energieumfeld ist ja ein Thema ganz wichtig, das Thema Planungssicherheit zu bekommen. Ich glaube, viele Zielsetzungen sind ja klar, wo man hin möchte, aber die Wege müssen auch mal über eine gewisse Zeitraum, meine Energie kommt aus geologischen Zeitachsen, denkt jetzt deutlich kurzfristiger, und das ist natürlich insoweit eine Herausforderung, dass keiner weiß, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Wir wissen die Grundrichtung, es wird in Richtung Energieeffizienz mehr passieren, aber letztendlich ist es jetzt eine Verantwortung der Politik, verantwortlich zu handeln und uns nicht in das nächste halbe Jahr in Unsicherheit zu hinterlassen. Na, hoffen wir mal, dass es nicht Ostern wird, bis die nächste Regierung vereidigt wird und dann auch die Köpfe, die die Energie- und Klimapolitik maßgeblich gestalten, wobei das ja geschäftsführend weitergeht. Kommen wir zu unserem Thema, zur integrierten Energiewende. Herr Hatterker, Sie waren mal ein Stromproduzent vor allen Dingen. Inzwischen sind Sie viel mehr als das. Die Stromwende, die ist ja ganz gut gelungen bisher in Deutschland. Das, was Sie jetzt gerade machen, ist es auch für Sie als CEO mit viel Erfahrung die aufregendste Zeit? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass wir die Emotionen weglassen und konsequent strategische Ausrichtung definieren und dann umsetzen. So, also
Aber natürlich, das stimmt so. Wir haben sicherlich keine Langeweile, aber auch keine schlaflose Nächte. Also das ist dann ein Balancierungsakt, was man hat und verlangt sicherlich von uns alle auch Führungsstärke. Wir haben unsere Altlasten auch als Unternehmen und daran muss man dann konsequent arbeiten, dass wir auch intern die Kultur ändern und tatsächlich alle dann an Energiewende, unsere eigene Energiewende arbeiten. Und statt Kohle kommt jetzt Power to Heat von Ihnen? Naja, Power to Heat ist natürlich auch keine Silver Bullet. Es ist eine von mehreren Lösungen. Wenn es um unsere Strategie geht, also das kann man mit drei Worten ganz gut zusammenfassen. Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung. Und ist so ein Marathonlauf, kann ich versichern. Aber es geht darum, dass wir konsequent einen Beitrag zur Energiewende mit diesen drei Ds leisten. Und natürlich intern bedeutet dann auch viel mehr Diversity. Also wir brauchen neue Kompetenzen, besonders wenn es um die Digitalisierung geht. Und das ist auch dann intern eine spannende Aufgabe. Also 4Ds letztlich. Herr Buch, Sie sind eigentlich der Chef eines Immobilienunternehmens, das uneigentlich längst ein Energieunternehmen ist, oder? Sie könnten eigentlich einen Großhandel für Strom aufmachen, überschüssigen Strom, überschüssige Energie abgeben inzwischen. Ja, nee, so weit sind wir noch nicht. Also erstmal sind wir zwar ein Wohnungsunternehmen, aber eigentlich sind wir ein Unternehmen, was dafür da ist, dass es unseren Mietern gut geht und dass wir deswegen dafür sorgen, dass ihre Energiekosten auch im Rahmen bleiben. Und zusammen mit dem Kollegen hier neben mir sind wir in der Tat jetzt, mit dessen Hilfe sind wir jetzt zum Stromversorger aufgestiegen. Das heißt, wir unterschreiben jetzt die ersten Stromverträge, weil wir glauben, dass, und deswegen gefällt mir das so schön mit der integrierten Energiewende, weil wir glauben, dass die Emissionswerte eines Gebäudes alleine nicht die entscheidende Frage sind. Das ist die Frage, wie die Energie erzeugt, und wir glauben halt eben daran, dass das Optimale wäre, ein energieneutrales Quartier. Dann belasten wir die großen Netze nicht mehr. Und deswegen, die Wunschvorstellung wäre, mit Sonnenkollektoren Strom zu erzeugen, vielleicht noch ein bisschen Blockheizkraftwerken zu arbeiten und damit sozusagen das Quartier sich selber zu versorgen. Und um das zu tun, müssen wir Energieversorger werden. Das heißt, die integrierte Energiewende, die jetzt offenbar ja auch zu Ihrem Lieblingswort geworden ist, ist für Sie Vision, aber auch schon Best Practice. Ja, wir sind jetzt dabei, dass gerade bei uns ist das Schöne, wir können das ja immer testen. Das heißt, wir testen das gerade in Quartieren. Lassen Sie mich da vielleicht noch einen Aspekt zubringen. Wenn ich schon anfange, die Häuser zu isolieren, was dringend notwendig ist, ich glaube, darum wird es nicht rumgehen. Die Frage ist mehr, muss ich jetzt 10 cm oder 12 cm Isoliermaterial auf die Wände bringen? Aber was dann entscheidend ist, dass ich nicht nur die Energieversorgung nachdenke, sondern auch gleich noch darüber nachdenke, dass wir in den großen Städten eine Etage drauf bauen. Dass wir das integriert machen. Und diese neue Etage, die ist natürlich dann super isoliert, weil da kann ich ja neu anfangen. Und all das führt dazu, dass das Quartier einen besseren Energieabdruck bekommt. Herr Herrmann, Ihr Unternehmen Ford war vor 100 Jahren schon mal Pionier. Damals, als Sie die Fließbänder erfunden haben, das war der Anfang der Massenproduktion. Jetzt im Hinblick auf integrierte Energiewende, wie ist da Ihre Pionierrolle? Tja, sicherlich für einen Automobilhersteller einen neuen Geschäftsbereich zu definieren. Wir haben das vor 2 Jahren das erste Mal kundgetan, dass wir ja vom eigentlichen Automobilhersteller auch in einen Mobilitätsanbieter uns transformieren wollen. Und das hängt natürlich sehr stark mit dem Verkehrsenergiesektor zusammen. Wenn wir in die E-Mobility einsteigen, und das wird ab 2020 generell in der Industrie vom Volumen her sicherlich eine tragende Rolle spielen, dann mag ich eigentlich die Worte von Herrn Kuhlmann, wo wir eben von Integration reden, weil ich habe vorhin so gedacht, das ist so ein bisschen wie Jamaika. Wir Autoindustrie beschäftigt sich mit sich selber. Ja, wir wollen E-Autos bauen, aber letztendlich ist Energieversorgung für uns auf einmal ein Core-Bestandteil des Business.
wenn Energieversorgung, eine finanzierbare, bezahlbare Energieversorgung nicht vorhanden ist, ist unser Business eigentlich auch nicht mehr tragbar. Und das spielt für uns eine herausragende Rolle. Ihr habt das vorhin auch schon erwähnt. Wir sind jetzt mit unserem Hochleistungsnetz, mit Daimler, BMW und der Volkswagen-Gruppe haben wir ein Joint Venture gegründet. Wenn man so will, sind wir zum Tankstellenhersteller konfiguriert worden. Also das zeigt diesen Ansatz in eine andere Serviceleistung, Mobilität wesentlich umfassender. Und ich denke mal, das ist die größte Herausforderung für die Autoindustrie. Und ich bezeichne das auch gerne als Paradigmenwechsel, weil nur Autos bauen wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, neue Partnerschaften, neue Business Cases und hoffentlich nicht die Fehler, die die Energieriesen vor ein paar Jahren gemacht haben. Naja, das wird sicherlich die große Herausforderung sein, weil es auch für uns sehr gewöhnungsbedürftig ist, auf einmal dieses Denken an den Tag zu bringen. Man stellt schon fest, dass man eigentlich immer wieder so in den althergebrachten Regeln agiert. Aber ich glaube ganz einfach, sich zu öffnen, auch unsere Größe anders zu nutzen, neben Partnerschaften einzugehen. Und ich glaube sogar, Partnerschaften sind um einiges wichtiger jetzt für diese Industrie, weil alleine können wir das nicht stemmen. Und gerade für einen europäischen Ausbau für unseres Ladenetzes sind wir natürlich auf internationale Größen in der Stromversorgung angewiesen. Ansonsten ist das auch wieder eine tote Idee. Herr Lowak, fahren Sie auch schon ein E-Auto wie Herr Hatterkart zum Beispiel als Dienstwagen? Nein, muss ich sagen, wir sitzen in Magdeburg und ich fahre im Jahr aktuell so etwa 100.000 Kilometer und da ist es noch etwas schwierig und da hoffen wir, dass die Kollegen aus dem Automobilbereich uns tatsächlich unterstützen, damit es auch möglich sein wird, weil wir sind auch davon überzeugt, wir haben viel jetzt über, Herr Bucher hat das Thema Quartierskonzepte angesprochen, wir sehen auch deutlich stärker, deswegen finde ich auch die Begrifflichkeit integrierte Energiewende schön, weil wir werden ein Zusammenwachsen unterschiedlicher Sektoren sehen müssen. Wir sehen es im Bereich Immobilie und Energie, wenn ich über neue Quartiere rede, das funktioniert nur frühzeitig zusammen. Wenn ich auch über die Verbindung zwischen Keller und Wohnung rede, über das Nutzen von Daten, das funktioniert nur zusammen. Und da sind wir auch sehr schnell beim Thema Automobil. Letztendlich, auch wenn ich über Strom, über die Nutzung von Strom, auch in Quartieren rede, bin ich sehr schnell dabei, wie nutze ich diese? Und da spielt das Thema E-Mobility eine große Rolle. Deswegen, ich hoffe, dass es bei uns gemeinsam tatsächlich anders läuft als bei Jamaika. Aber ich glaube, wir haben alle Sektoren unternehmerisches Interesse daran. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Automobilwirtschaft sich schnell genug weiterentwickelt, damit ich auch die 100.000 Kilometer von Magdeburg demnächst mit dem E-Mobil fahren kann. Und bis dahin bleibt Ihr wichtigstes Elektrogerät, so habe ich gelesen, Ihre Kaffeemaschine, damit Sie bei 10 bis 15 Stunden Tagen nicht einschlafen. Sie haben in Kommentaren gefordert und sich gewünscht, dass die Energie- und die Immobilienbranche noch stärker zusammenwachsen sollen und müssen. Wie konkret stellen Sie sich das vor? Vielleicht ein Szenario. Wir sehen das heute schon sehr stark an unseren Aktivitäten. Wir haben mit vielen Partnern aus dem Immobilienbereich gemeinsame Gesellschaften, wo wir Energieversorgung realisieren, wo wir sehr offen, und ich meine, das ist für Energiewirtschaft wirklich disruptiv. Wir sind hier sehr offen und transparent. Wir teilen auch Erträge gemeinsam, weil letztendlich Energieeffizienz lebt auch davon, Ausgangspunkte zu kennen und dann sauber zu monitoren, was man an der Stelle auch erreicht. Das ist ja ein Kernproblem. Ein Kollege hat mir mal erzählt, aus der Politik und der Fragestellung, warum passiert im Bereich Erneuerbare so viel Energieeffizienz so wenig. Es macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn ich sehen kann, was eingespeist wird. Deswegen müssen wir auch sehen, was können wir denn einsparen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir an der Stelle erfolgreich sind. Und wenn wir neue Quartiere betrachten, auch wenn wir die regulatorischen Anforderungen daraus betrachten, wird es erforderlich sein, sehr frühzeitig auch gemeinsam Planungen durchzuführen. Und auch wenn wir 400.000 Wohnungen in Deutschland neu bauen, wir reden sehr stark über den Bestand. Wie kriegen wir das hin, wenn wir über Aufstockungen reden? Wie kriegen wir das hin, wenn wir über Innenhofbebauung reden, über städtische Quartiersveränderungen, das sehr frühzeitig einzugehen? Und das wird nur funktionieren, wenn man es wirklich gemeinsam offen betrachtet. Und dann bin ich auch überzeugt davon, wenn wir damit viele Zielsetzungen, die uns auch aus der Politik mit auf den Weg gegeben werden, unternehmerisch sinnvoll realisieren. Und das muss ja auch die Zielsetzung sein, dass wir nicht durch Regulatorik, sondern durch Geschäftsmodelle das Thema nach vorne bringen. Noch ein Satz, welche Offenheit spüren Sie da, jetzt mal abgesehen von Ihrem sehr offenen Nachbarn?
Also ich spüre dort mittlerweile eine sehr große Offenheit. Wir arbeiten mit sehr vielen privatwirtschaftlichen Unternehmen zusammen, haben aber auch zum Beispiel eine gemeinsame Gesellschaft mit einer Genossenschaft in Kiel, den Wankendorfern. Auch das ist ja gerade von der Genossenschaft, die doch etwas, ich sag mal, langsamer in Entwicklung ist, auch noch andere Dinge berücksichtigt. Hier sehen wir eine sehr große Offenheit, aber hier sehen wir auch für uns als Unternehmen einen sehr großen Bedarf, das auch darzustellen, die Möglichkeiten darzustellen, die Wege darzustellen. Und das ist auch kein Thema von heute auf morgen. Also Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft haben ja zwei Dinge durchaus vergleichbar. Man hat ja eher langfristig gedacht und Entscheidungen langfristig getroffen. Jetzt müssen wir da auch kurzfristiger zusammenarbeiten. Und ich glaube aber, wir sind hier auf einem sehr guten Weg und ich spüre eine sehr, sehr große Offenheit, aus der Immobilienbranche Dinge zu verändern. Und es ist die Aufgabe der Unternehmen, Lösungsangebote dafür auch zur Verfügung zu stellen. Herr Kuhlmann, vier integrative Typen. Ja, ich finde, man merkt es ja schon eigentlich aus den Wortmeldungen heraus. Ich bin ganz sicher, wenn Sie danach oben ins Büro gehen und sich zwei Stunden hinsetzen, haben Sie eine gemeinsame Projektidee. So ist das heute. Das sind ja unglaublich spannende Zeiten. Man kommt nur gar nicht dazu, eben immer rechtzeitig zu überlegen, wann muss ich mit wem wie zusammenkommen, um ein Problem hinzubekommen. Da können wir als DENA mit unseren Plattformen natürlich gut helfen. Aber ich sage mal ein Beispiel, das mit der Elektromobilität zum Beispiel. Also, natürlich braucht man da das Know-how von Ihnen. Wie funktioniert das große Ganze? Wie geht das mit der Infrastruktur? Wie geht das ineinander über? Es gibt bei Ihnen ganz viele Probleme, auch im Wohnungsbereich. Was ich so höre, in einem Haus mit 10 Tiefgaragenplätzen, da können Sie ja nicht einfach 10 Ladestationen einbauen. Es gibt Ärger mit den Mietern und so weiter und so fort. Sie denken über diese gleichen Sachen eben auch permanent nach. Wie kann man Dinge verknüpfen? Und dann wird man feststellen, wenn Sie über Ihre Probleme oder Ihren Zugang zu einem solchen Thema reden, dann kommen da ganz merkwürdige Verordnungen, von denen manche noch nie gehört haben, bei denen man plötzlich feststellt, die sind ja hier irgendwie im Weg. Und dann ist die schwierige nächste Aufgabe, das der Politik zu vermitteln, dass die liebgewonnene irgendwie Verordnung für Datenschutz im Mieterbereich oder so plötzlich ein großes Hemmnis darstellt für einen wirklich guten Fortschritt beim Thema Energiewende. Und ich glaube, das muss man stärker rausarbeiten und das sind eigentlich sehr spannende Zeiten. Absolut. Die Postulate an die Politik, die werde ich mir nachher von Ihnen noch erbitten vor dem politischen Podium, das nachher folgt. Lassen Sie uns kurz über die Verkehrswende sprechen, die ja nun wirklich ganz, ganz wichtig ist, damit wir die CO2-Ziele endlich erreichen. Noch verfehlen wir sie ja wieder dramatisch. Herr Herrmann, nun haben Sie einen neuen weltweiten Ford-Chef und er hat ein neues Team ins Leben gerufen, das Team Edison, das jetzt die Elektromobilität vorantreiben soll. Was muss denn passieren, damit wir den Durchbruch schaffen? Noch sind die E-Autos ja viel zu teuer, jetzt mal abgesehen von ganz anderen Problemen wie Batterien und Ladekapazitäten. Naja, das Problem, die Profitabilität von E-Autos ist in der Tat etwas über Break-Even, wenn man das momentan annimmt. Ein Riesenfaktor sind natürlich Batteriekosten. Batterietechnologie wird aber voraussichtlich, wenn Sie sich die Prozesse heute anschauen, nicht zwingend diese Einsparung bringen, die wir eigentlich alle angedacht haben. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, dass ich eigentlich gesagt habe, wenn wir bei Ford über E-Mobility reden, dann ist das mittlerweile wirklich ein weitergesetztes Thema, dass wir sagen, die reine E-Mobility für das Fahrzeug selber wird nicht ausreichend profitabel sein. Deswegen muss ich mehr Serviceleistungen dazu packen. Das war einer der Gründe, warum wir zum Beispiel dieses Ladenetzsystem mitgegründet haben, weil sie dadurch einen Premium-Kunden schaffen. Das heißt, sie verkoppeln zu ihrem Fahrzeug gleichzeitig Serviceleistungen. Wenn sie quer durch Europa fahren, können sie ihre Zapfsäulen anbuchen. Sie werden da besonders behandelt, haben schnelleren Zugriff. Es gibt also viele Themen, die da als Serviceleistung dahinter gebaut sind, aber das werden die Themen sein, die eigentlich die Profitabilität von Produkten ausmachen. Um Ihnen da vielleicht nur zwei Zahlen zu geben, das reine Core-Business 2016 weltweit im Autobau waren ca. 2,6 Billionen. Wenn Sie die Mobilitätsleistung dahinter nehmen, im gleichen Jahr lagen wir da schon bei 5,4 Billionen, also mehr als das Doppelte. Und dieses Wachstum hält an, wohingegen das Core-Business Automotive stagniert. Und das ist eigentlich dieser Paradigmenwechsel, den wir vollziehen und sagen, okay, ich muss vom Auto wegdenken. Das E-Auto
Um Ihnen da noch andere Kerngrößen zu geben, wir tauschen Batterien bei einem E-Auto aus, wenn Sie ungefähr einen Ladestand von oder eine Ladefähigkeit nur noch von 50-60% haben. Dann sind die für uns nicht mehr okay, weil ihre Reichweiten in die Knie gehen. Das sind also alles so viele kleine Baustellen, wo wir neues Business etablieren müssen, dass wir vielleicht neu assemblte Batteriepakete statisch verkaufen, damit sie halt ihren eigenen Strom vorhalten können. Es gibt viele, viele andere Systeme, die, und das ist das Wichtige, außerhalb des eigentlichen Automotive Business liegt. Und ich denke mal, das ist das, was wir jetzt mit Jim Hackett auch intensiv diskutiert haben. Jim Hackett benutzt sehr häufig den Begriff Fitness. Und das ist wirklich dieser Fitness, um einen Paradigmenwechsel zu vollziehen und nicht in dem Althergebrachten zu agieren, sondern weit, weit über den Tellerrand hinweg. Und das ist zurzeit für uns eine Riesenaufgabe. Und ich denke mal, hier wird, wie Henry Ford damals, der war im Prinzip an demselben Punkt, ein Auto für jedermann bezahlbar zu machen, funktioniert nur, wenn ich eigentlich das Volumen anders streuen kann und sage, ich habe Leistungen, die ich dazu vermitteln, verkaufen kann. Also wird spannend, womit Sie 2030 das meiste Geld verdienen, Herr Tacker? Ja, kann ich vielleicht ergänzen. Also natürlich, ich bin begeistert von meinem Elektroauto und ist eigentlich von deutscher Herkunft, so dass das klar ist. Ich bin eigentlich sehr, sehr überzeugt, aber eine Überlegung und Reflexion habe ich schon. Also wir brauchen hier auch Technologieoffenheit. Wer weiß, ob Elektromobilität tatsächlich dann in dieser Form von Elektroautos durchsetzen wird. Also ich glaube schon, dass wir Technologieoffenheit brauchen und Investitionen in alternativen Antriebstechnologien, was zum Beispiel Toyota zurzeit macht. Mein Appell wäre Technologieoffenheit, wenn es um die Lösungen der Zukunft für Verkehrswende geht. Damit sind wir schon wieder bei der DENA-Studie, die den Verbrennern noch einen zweiten Frühling prophezeit, oder, Herr Kuhlmann? So weiß ich, würde ich es jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber irgendwie so ein bisschen doch. Also ich meine, das ist schon auch ein Problem, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Wir kommen zu dem Ergebnis eben in dieser Studie bis jetzt, Technologieoffenheit. Gut, was heißt das? Das heißt eben, dass wir manchmal eben auch grünes Gas, Wasserstoff, Power to Liquid bevorzugen als Lösungsweg. Wir wissen, dass dafür natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Man ahnt aber doch, dass es günstiger werden kann. Wir haben gerade in Deutschland viel Technologie-Know-how hierzu, auch im Copernicus-Projekt, auch in unserer Power-to-Gas-Plattform, ganz viele Unternehmen, die beispielhafte Lösungen schon entwickelt haben. Und jetzt haben wir neulich auch, hat Frau Haferkamp im Wesentlichen ja mitbetreut, eine Studie für den VDA gemacht. E-Fuels-Studie heißt die. So, da kommt jetzt raus, erstmal, selbst in dem sogenannten E-Drive-Szenario, wir haben uns den ganzen Verkehr für ganz Europa angeschaut, werden wir möglicherweise im Jahr 2050 70% der Endenergie, die wir am Ende brauchen, aus E-Fuels verwenden müssen. So, es stellt sich erstmal die Frage, wo soll das alles herkommen? Zweitens, hat das überhaupt irgendeiner auf dem Schirm? Oder ist das völlig egal bei der Klimaerreichung? Also wir glauben, dass es anders nicht geht. Jetzt kann ja sein, dass wir Fehler gemacht haben. Vielleicht sind es ja auch nur 50% oder 40 oder 30. Aber was, wenn es stimmt? Also gerade haben wir über diese kleinen Frickel-Frackel-Verordnungen im Wohnungsbereich und so weiter geredet, aber wir müssen natürlich auch über solche großen, vielleicht auch internationalen Dimensionen reden. Das ist natürlich für die einzelnen Unternehmen eine kleine Katastrophe und ich glaube, hier muss Politik auch tätig sein. Politik muss erkennen, dass das, was wir bis jetzt vielleicht verfolgt haben, nicht reichen wird, die Ziele zu erreichen und dann den Unternehmen auch helfen, andere Optionen verfügbar zu haben. Ganz spannender, schwieriger Dialog hat in der letzten Zeit nicht ausreichend stattgefunden. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Bewegung. Thema nachher auf dem politischen Podium, so schätze ich. Herr Buch, Sie sind an der Börse als Vonovia und damit ja praktisch an der Quelle zum Kapital. In welche Zukunftstechnologien des Wärmemarktes investieren Sie und wie sieht es aus mit den Ladestationen integriert in neue Konzepte?
So, jetzt komme ich natürlich mit meinen Lagestationen nach dem Chef der Dena, der auch weit denken muss, komme ich wieder ins Klein-Klein zurück. Das ist doch groß. Das Thema Elektromobilität hat aus unserer Sicht ein ganz pragmatisches Problem. Wenn Sie heute als Kunde, der bei uns wohnt, ein Elektroauto fahren wollen, müssen Sie gesichert einen Ladestation-Parkplatz abends haben, weil wenn Sie morgens früh zur Arbeit fahren wollen, können Sie nicht das Risiko haben, dass Sie abends keinen Parkplatz finden und vielleicht nachts um zwei nochmal aufstehen müssen und dann eine leer gewordene Ladesäule haben will. Deswegen ist es für uns eine wesentliche Aufgabe, den Mietern und Mieterinnen sicherzustellen, dass sie genug Parkplätze haben mit Ladestationen. Das bedeutet, wir haben dann gesagt, jetzt bauen wir mal Ladestationen ein. Dann kam jemand von der Energiewirtschaft zu mir und sagte, ja, also wenn du jetzt super 10 Supercharger vom Tesla aufbauen willst und die einfach so ans Netz nimmst, dann geht das Netz in den Keller. Also haben wir noch ein Problem. Jetzt müssen wir noch Akkus da vorstellen, damit die Supercharger, vielleicht sind es auch nicht nur Supercharger, vielleicht haben wir auch kleinere Charger, aber nichtsdestotrotz. Die Frage, die bei uns aber viel weiter geht, ist zu sagen, wenn ich dann schon mich mit dem Thema beschäftige, warum beschäftige ich mich dann nicht eigentlich auch damit, gleich die Elektroautos an die Mieter zu vermieten? Und dann komme ich in Geschäftsmodelle, wo ich sage, vielleicht teilen sich 3 Mieter oder ein Hausflur ein Elektroauto. Dann bin ich so zum Carsharing light. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, dann kann ich vielleicht auch sagen, vielleicht können ja auch die Mieter, die nicht bei uns Mieter sind, aber gegenüber wohnen, auch noch bei uns die Autos mieten. Und dann wird Vonovia zum Carsharing groß. Und das sind Überlegungen, die wir auch mit unseren Investoren teilen, die das toll finden. Und wir machen das halt eben auf der einen Seite natürlich, um damit auch Geld zu verdienen, aber viel wichtiger, weil wir glauben, dass wir damit langfristig für unsere Mieter eine bessere Lösung schaffen. Und weil wir natürlich in so einem Konzept auch für die Gesellschaft verhindern können, dass CO2 entsteht. Und insofern ist das so das Schöne in unserer Industrie, ist immer, dass es immer Win-Win-Win-Situationen gibt und dann gibt es weniger Ärger, das ist auch gut. Super, und Sie tun was für die nachbarschaftlichen Beziehungen. Nun ist, wenn man sich die Wärmewende und die Bedürfnisse anschaut, Herr Lowak, natürlich der ganze Markt extrem heterogen. Wie knackt man das denn? Wie löst man diese Herausforderung? Es wird ja nicht alles jetzt irgendwie neu konzipiert, wie Herr Buch das in der Hand hat, wenn er neue Quartiere plant, sondern es gibt auch viel Altbestand und so. Ja, das ist in der Tat die Herausforderung, wenn wir die Wärmewende und damit auch die Energiewende erfolgreich gestalten wollen, gilt es sicherlich sowohl für den Neubau als auch für den Bestand Lösungen zu finden. Ich glaube, für den Neubau ist das Thema integrierte Konzepte ein ganz entscheidender Punkt, in der Tat auch frühzeitig über Mobilitätskonzepte nachzudenken und. Ich sehe dort eine sehr, sehr große Nachfrage von Seiten der Immobilienunternehmen, wo vor allen Dingen viele kleinere aber vor der Fragestellung sind, wie machen wir das? Denn Vonovia hat die Größe, da auch relativ viel an Ressourcen reinstecken zu können, viele kleinere nicht, wo wir uns sehr stark auch in der Beraterfunktion wiederfinden. Im Bestand ist die Fragestellung zu sagen, wirklich auch stufenweise herangehen. Und da ist das Thema Roadmap Richtung 2030, 2040 so wichtig. Wenn man allein betrachtet, was wir heute noch in den deutschen Kellern stehen haben, muss ich sagen, für ein Hochindustrieland immer noch über 80% der Energieanlagen älter als 10 Jahre. Ich glaube, da haben wir sehr kurzfristig sehr viele Möglichkeiten. Und dort müssen wir vielleicht auch ein Stück weit weggehen, nur aus von einem schönen Leuchtturmprojekt zu sprechen, sondern ich nenne es mal von einem seriellen Energieeffizienzprodukt, um hier gemeinsam mit den Immobilienunternehmen auch umfassend letztendlich Optimierung herbeizuführen. Und ab und zu ist es auch sinnvoll, wenn man ein Gesamtportfolio betrachtet, dort wo man relativ schnell auch erfolgreich ist, dieses umzusetzen und nicht immer auf die 100% Lösung zu gehen, sondern kurzfristig auf die 60-70% Lösung zu gehen. Und das ist der unternehmerische Ansatz, den wir heute haben. Dort sind wir überzeugt davon, gerade im unternehmerisch bewirtschafteten Bereich, das gilt sowohl für den Wohn- als auch für den Gewerbeimmobilienbereich, können wir da kurzfristig in den nächsten 5-6 Jahren unheimlich viel bewegen. Spannender Punkt, den ich gleich gerne mit Herrn Herrmann vertiefen würde, sind wir zu perfektionistisch, aber erst Sie, Herr Hattacker. Ja, also wenn es um Wärmewende geht, ein paar Überlegungen oder Reflexionen. In Deutschland heute hat Fernwärme einen Anteil von etwa 15-16% am Wärmemarkt. 85% sind dezentrale Wärmelösungen. Wenn es um also meine Vision der Wärmebranche der Zukunft geht, also ich glaube schon, da kann und wird Fernwärme eine wichtige Rolle in Ballungszentren spielen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass Fernwärme dekarbonisiert wird. Da haben wir schon die ersten Schritte
genommen und haben ein konkretes Ziel gesetzt, dass wir unsere Wärmeaktivität bis 2030 ohne Kohle treiben werden. So, Kohleausstieg als erster Schritt, das ist natürlich in der ersten Linie werden wir die Kohleanlagen mit Gasanlagen ersetzen, aber nicht nur. Also Power to Heat wird da auch eine Rolle spielen. Da ist immer noch die Frage dann, wie die Rahmenbedingungen aussehen, sodass man tatsächlich dann diese Power to Heat Kapazitäten voll ausnutzen kann. Wichtiges Thema. Und dann natürlich auch industrielle Abwärme spielt da eine wichtige Rolle. Wir haben uns jetzt selbst darauf fokussiert und haben in den letzten 12 Monaten Ausbaupotenzial in diesem TPI-Bereich, Third Party Integration, definiert. Wir können eigentlich diese TPI verzweifachen in den kommenden 10 Jahren. So, also Fernwärme muss dekarbonisiert werden. Das ist machbar, wenn man den Mut hat, diesen Weg zu gehen. Und dann natürlich, wenn es um diese dezentrale Wärmelösungen geht, also da gibt es ein paar Tabuthemen, die man auf den Tisch legen muss, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Deutschland heute die Heizölkessel immer noch einen Marktanteil von beinahe 30% an Wärmemarkt haben. Also das ist so eine Fehlsteuerung, wenn es darum geht, Energiewende und Wärmewende umzusetzen. Herr Hattaka, Entschuldigung. Aber so ein schöner Name. Ja, ein toller Name. Also das heißt, Sie setzen weiter auf Fernwärme und Gas, deshalb modernisieren Sie auch die Energienetze. Sie haben aber parallel auch eine neue Einheit gegründet, eine neue Geschäftseinheit, nämlich Vattenfall Smarter Living für dezentrale Energielösungen. Ist denn letztlich Vattenfall immer noch zu groß, um zu überleben in der Zeit der integrierten Energiewende? Naja, das ist sicherlich hier keine Trauerfeier für Vattenfall, sodass das auch klar ist. Also, wenn wir etwas in den letzten Jahren gelernt haben, ist das Demut. Wir haben, glaube ich, von unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt und arbeiten konsequent daran, dass wir unsere eigene Zukunft gestalten. Wir jammern nicht, wir handeln. Und wie ich gesagt habe, die Strategie ist mit diesen 4Ds klar und deutlich definiert worden. Dekarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung und Diversity. Genau. Herr Kuhlmann. So, Hoffnung gibt es noch. Hoffnung gibt es immer, obwohl, die haben ja gerade gesagt... Mehr als für Jamaika-Koalition. Weiß ich nicht. Ich habe gerade gesehen übrigens, falls es jemand interessiert, der Bundespräsident wird sich um 14 Uhr dazu äußern, dann wissen wir mehr, ob es vielleicht noch mehr Hoffnung gibt. Ich wollte mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die, glaube ich, in der Diskussion noch zu wenig stattfindet, aber die Unterscheidung zwischen Bestand und Neu. Die ist ja, sag ich mal, in allen Sektoren wichtig. In der Energiewirtschaft kennen wir das, so Bestand ist das olle alte Kohlezeug, muss irgendwie raus, haben wir lange schon drüber gekämpft und so, ist mal gucken. Im Gebäude kennen wir es irgendwie auch schon so ein bisschen, aber wir finden keinen Haken, da richtig reinzukommen, vielleicht mit guten technologischen Lösungen. Und im Verkehr, ich meine, ist ja gar nicht Ihre Aufgabe eigentlich, Herr Herrmann, oder? Also wer kümmert sich denn eigentlich darum, dass auch der Bestand letztendlich seinen Beitrag leistet, wenn denn diese Klimaschutzziele irgendwie ernst genommen werden sollen? Kann man Ihnen ja auch nicht als Aufgabe mit ins Gepäck geben. Sie sollen ja vor allem neue Autos verkaufen, aber ist doch auch ein Problem. Und wie gestaltet sich das eigentlich so in anderen Ländern, würde ich gerne mal von Ihnen hören. Sie sind ja auf der ganzen Welt unterwegs. Das ist in der Tat... Also zum einen ist es interessant, aber das kommt immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich sage, das muss tatsächlich jetzt übergreifend stattfinden. Mhm. Mit Bestand, das ist interessant, ich muss das ein bisschen zweckentfremden. Bei der Dieseldiskussion haben wir über Bestand gesprochen. Mhm. Und jetzt können Sie natürlich hingehen aus der Politik, sagen, ja, jetzt kümmere dich um deinen Altbestand und renovier das alles. Das ist völlig fehlgerichtet. Da investiert man in die Vergangenheit, was man eigentlich nicht soll. Da bin ich auch sehr... geradeaus und sage, das ist falsch. Mhm. Ich würde das gerne nach vorne gerichtet machen, weil es wesentlich schwieriger ist, diese Breite nach vorne abzudecken. Ich meine, Sie haben zu Recht gesagt, es wird nicht nur die E-Mobility, das ist nicht der Zauberstab.
E-Fuels, komme ich zu dem Paradigmenwechsel. Ja, das ist sehr wahrscheinlich auch zwingend notwendig, um die Wende zu schaffen. Dem können wir uns eigentlich auch nicht verschließen. Aber wenn Sie sich jetzt einen Automobilhersteller anschauen, diese Bandbreite, die wir auf einmal abdecken sollen, das ist ein mega neues Faktor für das Geschäftsmodell, den wir alleine nicht bewältigen können. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wo wir versuchen, tatsächlich jetzt auszubrechen und zu sagen, guckt nicht immer nur uns an. Wir müssen dieses Partnering nach vorne bringen, etablieren, damit wir das gemeinsam wenden können. Alleine werden wir das nicht schaffen. Und ich meine, ja, wir reden über Elektrifizierung in 2020, bei 50% unseres Volumens wird elektrifiziert sein. Das heißt nicht nur E-Autos, das werden Hybriden sein, Mild-Hybride, aber sie werden überall Batterien drin haben. Also das wächst. E-Fuels, Power-to-Gas, ja, da gibt es auch Hersteller in der Autoindustrie, die da Piloten laufen haben. Diese Entwicklungen finden statt, aber sie müssen natürlich Brennstoffzelle, um jetzt noch das Letzte reinzuschmeißen, auch wird es sehr wahrscheinlich von der Infrastruktur, da bin ich ganz ehrlich, was Tankstellen betrifft, so nicht geben. Wenn Sie Depotbetankung etablieren können, Nutzfahrzeuge, da könnte man sich das schon wieder vorstellen. Also Sie müssen hier viel kundenorientierter vorgehen und sagen, wie etabliere ich das eigentlich in einer Gesellschaft? Und was hochinteressant ist, um die Frage zu beantworten, eigentlich ist es schön, dass wir in Deutschland genau diese Diskussion haben, weil wir haben diese Diskussion noch nicht zwingend in allen Ländern. Jedes Land kommt natürlich mit Verordnung und sagt, CO2 oder Stickoxide, wir schließen Dieselautos aus den Städten aus. Die einen schreien sogar, ja, bei 2040 gibt es das gar nicht mehr bei uns. Das ist nicht illusorisch. Ich glaube ganz einfach, dass man über den Glidepass auch schon definieren kann, welche Technologie wann vorhanden sein wird. Die Verteilung, die wird sich sehr wahrscheinlich auf den Kopf stellen. Und das Spannende sind die Transformationspfade. Spannend ist leider auch der Blick auf die Uhr. Die letzten 5 Minuten, die müssen wir uns redlich teilen. Dann steht nämlich das politische Forum an. Digital und dezentral, Herr Lowack, ist Deutschland da eigentlich auch schon weiter als andere Länder? Also wir sind bei Thema dezentral, sind wir auf dem Weg dazu, wobei man sagen muss, da hängen wir natürlich auch sehr viel tatsächlich an der Regulatorik, da, auch wenn wir den Wünschen an die Politik, wenn wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, ja. Quartiersbetrachtung etc., da haben wir heute noch Themen und beim Thema Digitalisierung muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es viele tolle Ideen, da gibt es auch Piloten, die große Gesellschaften machen, wie eine Vonovia oder andere. Aber dort hängen wir, wenn man wirklich über Geschäftsmodelle redet, die über Piloten hinausgehen, wenn man das auch als, ich nenne es mal, Energieeffizienz im industriellen Maßstab betrachten möchte, da haben wir noch einiges zu tun. Es sind viele tolle Ideen, es gibt viele Start-ups, die sich in dem Bereich engagieren, da finde ich auch gut. Die DENA ist da ja auch sehr intensiv dabei, hier entsprechend mit zu unterstützen. Hier brauchen wir auch neue Ideen, aber da sind wir heute sicherlich noch kein Vorreiter. Einige neue Ideen werden wir heute erleben, auch durch den Energy Transition Award. Schlusswort von Ihnen, das war ja schon fast eingeleitet. Was würden Sie einspeisen in die Koalitionsverhandlungen, die nächsten Sondierungsgespräche, wie auch immer man das nennen soll, was jetzt da kommt? Also die kurze Ein-Minuten-Variante, erstmal Planungssicherheit und eine stabile Regierung. Und wenn wir da auf Inhalte gehen, ganz klar ein vernünftiges Gebäudeenergiegesetz, wo wir 2 Dinge tun. Zum einen, wir reden über, warum machen wir das alles? Wir reden über das Thema Dekarbonisierung. Deswegen, wir sollten darüber nachdenken, wirklich das auch beim Namen zu nennen, auch CO2 festzuschreiben und nicht über Primärenergiefaktoren etc., wo Ingenieure wirklich rauchende Köpfe bekommen, nachzudenken. Das Thema Technologieoffenheit, das Thema Quartiersbetrachtung, das Thema auch Energieeinsparung in den Wohnungen durch neue Systeme mit berücksichtigen. Hier müssen wir deutlich moderner werden. Deswegen, da hoffe ich, dass es hier eine vernünftige Gesetzgebung gibt, weil ich glaube, alle Marktteilnehmer sind guten Willens, das umzusetzen, aber wir müssen sehen, dass wir hier eine vernünftige Grundlage haben. Und das wäre der große Wunsch in Richtung der Politik, neben dem, dass die Kollegen nicht nur einfach Neuwahl rufen, sondern vielleicht doch noch eine Regierung. Schnellsprechwettbewerb gewonnen. Ja. Herr Lowack, herzlichen Dank. Herr Buch, was muss eine neue Regierung anpacken? Also ich würde den Aspekt nochmal aufnehmen zwischen Bestand und Neubau. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir am einfachsten CO2 reduzieren. Ich glaube, dass viele Maßnahmen im Bestand viel mehr und effizienter sind, bevor wir den Neubau immer noch 3 Stufen höher schrauben, was so ein duchter Ingenieur macht. Ich bin selber Ingenieur, deswegen darf ich das sagen, müssen wir uns damit beschäftigen, das integrierter zu denken und dann uns halt zu überlegen, wie Partner zusammen
mehr CO2 reduzieren können. Und deswegen finde ich das so toll, die Energiewende, dass man das miteinander betreibt. Ich glaube, das wäre gut für ein neues Regierungsprogramm. Herr Hamann, was würden Sie als Minister machen für die integrierte Energiewende? Planungssicherheit, da nehme ich das Wort auf. Planungssicherheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben leider in der Vergangenheit sehr kurzfristig immer wieder gedacht, was immer wieder zu Nachbesserungen führt, ist ineffizient. Und mit einer vernünftigen Plansicherheit, mit einer vernünftigen Regulierung, glaube ich ganz einfach, dass man sich sehr schnell einstellen kann und dann auch erfolgreich agieren kann. Herr Hatacker, vernünftige Anreize und Rahmenbedingungen sind wichtig angesichts der langen Innovationszyklen. Deshalb Ihr Wort noch in die Ohren der schon anwesenden Politiker. Ja, also wir sollten Aktionismus vermeiden und uns darauf fokussieren, wie wir die Ziele für 2030 und 2040 erreichen. Und ja, viel geht. Und wenn wir Energiewende tatsächlich erfolgreich umsetzen wollen, wir brauchen Wärmewende, Transportwende und auch Industriewende und Dekarbonisierung in allen diesen Bereichen. Und da spielt so eine integrierte Energiewende und vernünftige Rahmenbedingungen für die Investitionen, die notwendig sind, eine sehr wichtige Rolle. Herzlichen Dank, Herr Kuhlmann. Wir haben vier offene Menschen erlebt, die bereit sind, neue Geschäftsmodelle anzuschieben, einzugehen. Große Offenheit im Kopf und sind gespannt, was da noch alles auf die Straße, auf den Boden kommt mit Herrn Buch. Herzlichen Dank für diese tolle Runde, ganz lieben Dank und viel Erfolg bei allem, ja, was Sie bauen, worauf wir setzen können, was wir erleben, was Sie auf die Straße bringen. Danke herzlich. Dankeschön. Applaus